Da, 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 da wäre ich wieder. Sterben gerade Pflanzen. In the cold. Oh Gott, Harvest. Harvest all you can harvest. Oh mein Gott. Wer ist unser grüner Daumen? Which should I grow harvest? Raccoon. Get on it. Und die zweite Person, die das noch konnte, Philly. Get on it, my friend. No. No, sie haben schon alle. Du darfst dich gleich wieder pengen gehen, mein Junge. Sind noch. Muss ich wirklich jetzt euch hier. Come on. Stop it. Stop it. Nope. Nope. Okay, ich glaube, wir haben alles noch gerettet, was zu retten war. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Wenn ich es ein bisschen früher gemerkt hätte, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr zu retten gewesen wären. Aber ich habe es nicht früher gemerkt. Dafür, dass wir jetzt relativ viele Prisoner Rooms haben, haben wir nicht besonders viele Prisoner gehabt, eigentlich. Okay, das muss auch ordentlich gemeint werden wieder. 41, wir haben aber genug Fleisch. Wir haben recht viele Pflanzen mittlerweile eingelagert. Es gibt eine Party, ist doch schön. Wird etwas Bier gebraut. Beinahe nicht so viel Bier. Naja, 78. Ist auch nicht so wenig. Election being held. What? Shit, jetzt wird irgendwer Mayor. Das ist auch irgendein Candidate. Philly is running for Mayor of Leipzig. Ich hab keine Ahnung, das ist auch von irgendeiner Mod, die ich nicht kenne. Mit Schiff kann man mehr Aufträge in Reihe geben. Ah, ja, stimmt. Danke. This is your platform. The mayor should ensure that every colonist is taken care of. It's our responsibility to do the right thing. Das hört sich extrem langweilig an. The society is only as strong as its most capable members. Everyone in our colony should be able to succeed. I'm the most qualified to lead this colony. A boy is running for mayor of Leipzig. This is her platform. It's our responsibility to do the right thing. Any society is judged on the basis of how it treats its weakest members. Life is complex and so are our problems. Things are bad, but they will get worse. I will take the position seriously. Is it bad if fad? Okay. Okay. Ich bin mir nicht sicher, dass mir meine die beiden Kandidaten hier besonders taugen, muss ich sagen. Naja, weil ich jetzt wieder die Mauer über den Stein gebaut habe, können jetzt die Constructen meinen, die das überhaupt. Okay, my dude, stop it, please. Jesus Christ, mach das weg schnell. Bevor er wieder auf die Idee kommt, dass er jetzt da was meinen muss. My dude, stop it! Du gehst bauen, du gehst meinen. Und das kannst du auch noch schnell meinen. Dann kann er den Rest abbauen. Wenn es ihm so taugt. Oh, was ist das hier? Noch mehr Compacted Steel. Das brauche ich aber eigentlich gar nicht unbedingt gerade. To be honest. Wir können das hier mal kurz noch wegmeinen. Können wir die Lagerhalle nochmal extenden? One Colony ist idle. Das hat man jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich mach's jetzt mal schnell. Nein, 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 du hättest sie expand sollen. Ich will keine zweite Stockpile Zone. Expand the zone, please. Nur, dass wir kurzfristig Platz schaffen. Weil da scheint es Probleme gegeben zu haben. Okay, jetzt zeig mal, by the way.
deconstruct bitte die Wände hier. Passt das jetzt so circa? Ich meine, ich würde es nicht zählen, wenn nicht, oder? Wegen der Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheint zu passen. 1, 2. Bis dahin muss es dann noch gehen. Naja. Und das dann aber eigentlich nicht. Moment mal. Dann dahin. Und dahin. Und dann da noch, oder? Ich glaube. Expand Zone. Okay, wonderful. Ja, oh, da oben gab es vielleicht auch noch Pflanzen. Aber die werden jetzt eh alle sterben. Mit dem Cold Snap. Wie schlimm ist es draußen? Minus 19 Grad, alright. Mit drinnen haben sie es warm. Haben wir Parkers? Need room closed. Also wir haben nicht genug Zeug. Die Jackets reichen nicht. Wer braucht warm clothes? Hey boy. Jetzt kein Jacket ab. Mir wurde gesagt, ein Jacket reicht. Huh. Und jetzt reicht auch kein Jacket. Interesting. Oder vielleicht lügt das Spiel. Das ist natürlich auch möglich. Wir könnten sehen, ob Eboe so langsam Hypothermia bekommt, wenn er draußen ist. Der Schnee. Wird sich blöd, wenn die Heizung ausfällt. By the way. Der braucht Components, habe ich wieder keine. Jetzt mal wieder irgendwo ein Trader vorbeischauen. Ist niemand da, gell? Schrecklich. Ich hoffe, das Dach hält hier. Und ich hoffe, wir kriegen keine Bug-Infection. Inspired Recruitment. Kali Kiko. Ich meine, das Duschen und so wird ein bisschen kalt, weil wir da keine Heizung drin haben, aber das ist schon okay. Hier wird es dann auch ein bisschen kalt werden, nehme ich an. Was haben wir da für Grad drin? 5. Nein, das braucht wieder Komponenten. Wie viel Stahl haben wir gerade? Wir haben genug Stahl. Können wir aufhören, den Stahl zu meinen hier? Er ist idiotic. Stop it. Wir haben ja hier noch Stahl, den wir abbauen können, wenn wir jetzt noch mehr Stahl brauchen. Wie viel haben wir? Wir haben schon wieder 2000 Stahl zusammen. Die Components! Okay, sehr schön. Components haben wir immer noch zu wenig. Ist da jetzt wenigstens zu? Ja, okay, das habt ihr zusammengebracht. Das ist alles gebaut. Ah ja, genau, das Plasteel fehlt. Und das Gold haben wir uns irgendwann nochmal gekauft. Die Frage ist natürlich, ob wir irgendwo hingehen sollen jetzt mit einer Karawane. Wahrscheinlich können die Rhinozerosse ordentlich was tragen. Ohne den Multi-Analyzer kriege ich euch kein Deep Drilling hin. Also vor allem keine Fabrication, oder war das Problem? Ja, aber ich selber die Components herstellen könnte. Warte mal, hast du Components? Aber der schaut mir nicht wie jemand aus. Der Components hat. By the way, du sollst das nicht machen. Ich glaube, es kam aber noch nie wer vorbei, der irgendwie gescheit Components hat. Das ist 181. Sollen wir können ja anfangen, Pflege zu verkaufen. Hey, willst du ein paar Drogen?
Ich meine, das ist ja grundsätzlich unsere Geschäftsidee, von dem her. Weg mit dem Flake. Ja, mit dem Silber, aber vor allem Components. Ich hoffe, ich schaue bald einen Trade-Chip vorbei. Ansonsten hatte ich eigentlich noch hier vor, den nächsten Gästeturm zu bauen. Ja, wie sieht's aus mit unseren Gästen? Zeigt's mal her, wie gut ihr seid. Kein Arzi-Farzi-Dude. Auch nicht besonders kunstbegabt. Auch nicht besonders kunstbegabt. Ich glaube, dann interessiert die mich leider auch nicht sonderlich. Bräuchten die Gäste noch mehr Entertainment oder was bräuchten die, damit sie zufriedener werden? War ich jetzt doch wieder nur so groß? Ich mache mich die anderen hier. Ja, es ist ja eh schon größer. Es ist ja in Wahrheit eh schon größer als der Rest. Okay, nein. Im Fall bauen wir es auch jetzt größer. Cancel. Jetzt eine gerade oder eine ungerade Anzahl hier? Eine ungerade, perfekt. Haben wir hier ein Doppelbett rein? Und selbstverständlich auch ein Endtable. Sind schließlich keine Barbaren. Und ein Dresser. Und den dann müssen wir Statuen oder so einen Scheiß da rein machen. Das darf ich erst machen, wenn sie fertig ist. Du bist mindestens gut, du bist mindestens gut. Du bist mindestens gut. Vielleicht machen wir nicht sogar mindestens excellent. Weil das soll ja der gute Raum werden. Ebenfalls Holz oder irgendwas. Luxurious Marble. Ich weiß nicht. Bisschen übertrieben, das in den Gästeraum reinzugeben. By the way. Das hier wird noch weiter gebracht. Wir können auch schon mal die Türen da reinhauen. Ich meine nicht, dass wir irgendwo in der Nähe wären, so viele Zellen zu brauchen. Aber ich meine, was kostet jetzt, müsste überall eine wunde da reinzuhauen. Holz haben wir genug, das haben wir genug, wir haben nur nicht genug Komponenten. Nur nämlich wieder gar keine gelagert, glaube ich. Trade with me, somebody please trade with me. Na, man könnte sich's überlegen. Sind das wir? Das ist Leipziger. Das ist eine Stadt. Eureka. Hostile. Sind ja vielleicht nicht super hostile. Kindig of Gore, aber das sieht mir nicht danach aus, als hätten die irgendwelche. Nix ist in der Nähe, das nicht super böse ist. Das Komponenten nicht. Ich glaube, ich brauche irgendwann. Ich brauche ein Raumschiff dafür. Aber die müssen auch zuerst einmal vorbeischauen. Ich würde auch gern. Bulk Goods Trader, wieso ist eigentlich noch kein Bulk Goods Trader vorbeigekommen? Nope. 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 A group of travelers from the Crown Village. Okay, vielleicht hat die nur von euch einen Komponenten. Kali. Okay. Könnte ich mal mit ihnen handeln. So sad. Komponenten Plastier brauche ich. Ich darf nicht auf den Plastier vergessen, weil wenn wir genug Plastier bekommen, kann ich das erforschen, was ich brauche, damit ich selber aus Stahl Komponenten herstellen kann. Haben wir jetzt wirklich schon alle Komponenten rausgemeint? Und Deep Drilling kann ich, glaube ich, auch noch nicht machen.
Wenn man den Plan los hier. Power wäre nicht schlecht. Das kann man da nicht in die Mitte geben. Das ist annoying. Dann gehen wir es da. Und da so hin. Okay, jetzt kann ich nicht besonders viel mehr machen, bis irgendwer mit dem notwendigen Zeug vorbeikommt. Okay, wir haben ordentlich Flake rumliegen. Wie viel ist es insgesamt? 84. Wie viel Psycho? Okay, wir haben noch unendlich viele Blätter, die wir verarbeiten können. Essensmäßig, glaube ich, sollte man eigentlich durchkommen. Wir haben schon wieder kein Fleisch. Dann müssen leider die zwei letzten Gazellen, die den Genozid bisher überlebt haben, dran glauben. Und dann hätten wir sonst noch Ibanks Rams, sind auch nicht so gefährlich. Checken wir uns das, gibt 77 Fleisch, könnte schlimmer sein auch. Will ich den zweiten Panda da vielleicht? Turkey können wir uns auch holen. Bist du männlich? Ist meiner männlich oder weiblich? Auch männlich. In dem Fall brauche ich dich ja weniger und in dem Fall bist du, glaube ich, ein willkommenes Opfer. 3%, dafür gibt es 135 Fleisch von ihm. Wunderbar. Ist Leslie wer, der schon vorher da war? Ja, Virgil. Und das ist die Gruppe, ha? Ja, von der Crown Village. Die leider keine Komponenten oder Plastik im Angebot hatte. Könnt ihr da irgendeinen Raum draus machen, der heiß sein soll? So eine Sauna oder so? Ich meine, Medieval, vielleicht haben sie Plastil? Ich bezweifle es mal. Was sind das für Viechis, die ihr da habt? Domestic Rabbit? Das ist ein Muffalo, bitte, und kein Rabbit. Kali? Trade. Rabbits habt ihr. Nein, ihr habt überhaupt nicht viel. Ihr habt Sklaven. Na, das sind unsere Components. Wir haben 17 Stück mittlerweile. Nice. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Wollt ihr Drogen? Bisschen Bock auf Drogen? Ich kann euch keine Drogen verkaufen? Nur aus dem Mitleid ersetzt, darf ich euch keine Drogen verkaufen? Das halte ich für äußerst unrealistisch, möchte ich sagen. So ein Blödsinn. Oh, wir sind aus dem Mitleid, wir nehmen keine Drogen. Noch nie was Unrealistischeres gehört in meinem ganzen Leben. Okay, wir haben extrem viel Leder eigentlich. Wir können ein bisschen Leder loswerden. Können wir 269, ist auch nicht viel. Ja, den ganzen Scheiß wollen sie nicht haben, ist fein. Wir haben 17 Components, okay. Wir haben 17 Components. Er ist something. Das heißt, eigentlich brauche ich wirklich nur noch den Plastil. Woher kriege ich den Plastil? Vielleicht sollte ich da mal anfangen, einfach durchzugraben und zu sehen, ob es irgendwo Plastil gibt. Maybe I should do that. Zumindest da mal. Ich meine, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil was ist das? Ist eine ausgezeichnete Frage, die mir etwas Angst macht. Außerdem, da drinnen, dann haben wir dann die Bug Infestation. Weißt du was? Wir machen das lieber da draußen irgendwo. Wir müssen das irgendwie 3x3 durchtrennen, damit man es überall sieht. 1, 2, 3. Naja, da sieht man das Innere nicht wirklich.
Also 2 mal 2 eigentlich. Ne, aber bei 1 alleine kann ja keine Main sein. Okay, 1, 2, da. Na gerade. 2, 3. Ich weiß, es ist wahnsinnig interessant. Aber ich versuche irgendwo Plastil zu finden auf dieser Map. Alright. Eine Richtung fertig. 1, 2, 3. Okay, durchlächelt das mal und schaut, ob ihr da irgendwo Plastil findet. Danke vielmals. Hätte jetzt nicht wirklich die Zeit anhalten müssen dafür. Okay, da wir sonst nichts machen, können wir dabei zumindest hier. Oh, er hat mir 18 Flake da gelassen. Okay. Ist das, weil wir plötzlich Flake hier rumliegen haben, dass die Leute es nett finden? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir könnten auch in der Küche noch einen Stilfall reinhauen. Das ist dann irgendwie hygienischer. Der Raid könnte jetzt ziemlich viel übler sein als die vorher. Weil... Oh, sie kommen in Pots. Erstens, weil sie in Ports kommen scheinbar. Zweitens, weil wir reicher geworden sind um einiges. Und sie sind scheinbar nicht von draußen. Die kommen in Ports. This is gonna be bad. Einer nur? I mean, please. Please only be one person. Holy shit, boy! Oh my god. Landet da und wird sofort geheadshotted. Oder bist du sofort gestorben? Nein, Torso. Hat aber scheinbar gereicht. Und wir haben eine weitere von den Pistolen bekommen. Amazing! Okay. Der Raid war nicht ganz so schwer, wie ich dachte. Servus, Just Killer. Sehr schön. Sehr geil. Yes. Also, du hast eh schon die Pistole. Du hast auch schon die Pistole. Du hast jetzt das Maschinengewehr hier. Das ist eigentlich eh ganz nett. Wir haben niemanden wirklich, der so gut schießen kann. Dass er... Aber egal, Skittles, du bekommst jetzt auch diese amazing Pistole hier. Wer schon eine rumliegt hier, nicht wahr? Oder ist jetzt irgendwo anders noch wer? Kein Pot landen gesehen. Ich glaube nicht, es war ein einziger Soldier. Ich frage mich, wieso wir immer noch auf Speed 1 sind, allerdings, wenn dem tatsächlich so ist. Okay, jetzt hat sich es geändert. Du darfst mich gerne was fragen. Allerdings habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil du nicht einfach was gefragt hast, sondern zuerst gesagt hast, darf ich dich mal was fragen. We have struck compact. Ich meine, das ist zumindest etwas. Compacted Machinery. Es ist jetzt nicht der Plastil, den ich wollte.
Aber so kommt man auch zu Komponenten. Hast du eine Mod für mehr Waffe drinnen? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, was ich alles für Mods habe. Aber ich habe, glaube ich, definitiv eine Mod für mehr Waffen drin, weil ansonsten gibt es die Waffen nicht, die wir gerade gesehen haben. Die habe ich nämlich in Vanilla nie gesehen. Lass uns mal kurz sehen bei Mod Settings. It's too many. Get up, ride and roll, caravan, battle mounts, defensive. Allowed to. Where is my weapon? Vielleicht erzählen, was damit zu tun. Modded Factions. I don't really know, um ehrlich zu sein, welche der Mods es ist, die mehr Waffen. Die zu mehr Waffen führt, aber ich glaube, ich habe definitiv mehr. Außer sie haben noch ein paar mehr in Vanilla eingeführt, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Das kann auch sein. Okay, ja, na, dann muss es in den Mods sein. The Trade. Okay, die sind weg. Es ist nicht besonders viel Machinery, wo da drin ist, aber zumindest ein bisschen was. Wir haben ja hoffentlich bald unsere wunderschönen Marmorwände. Jetzt hoffen sie halt einfach nur Bier. Wie viel Bier haben wir noch? Immerhin 113. Visit this relationship. Okay, mit wem von euch kann man verhandeln? Come on, hat jemand von euch ein bisschen Plan-Steel dabei? Das kann ja nicht so schwer sein. Somebody. Ihr habt Components. Zwei Stück. Her damit. Da könnt ihr doch auch. Ich meine, Flake wird hergegeben. In rauen Mengen. Dafür ist es ja da. Also haben wir da mal 50 Flake raus. Bier wird nicht hergegeben. Mittlerweile können wir mal den Revolver loswerden, würde ich sagen. Aber da ist kein Plastier bei ihnen. All I want for Christmas. Das alles würde ich mir eigentlich gerne behalten. No! Danke für den Follow, Justkiller. Wir können das Button-Down-Shirt hier noch verkaufen. Ist nur noch auf 50%. Fein. Oh. Das sind nur 162 Silber, ja, dann gibt es halt weniger Drogen, mein Junge. So ist es im Leben. Perfekt. Ja. Die Components werden gehaut, sofort. Die sind wertvoll. Jetzt haben wir 19 Components für den Moment. Election. Ja, wann ist denn die Election? Aha, okay. Hey Boy, was machst du jagen gerade wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, ist hier keine schlechte Idee. Ich hätte nur gern halt langsam die Marmorwand hier drin. Vielleicht sollten wir doch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn ich einen anderen Floor brauche. By the way, Sofa wollte ich bauen. Kann ich da herein ein Sofa bauen? Oh, ich könnte da an die Wand ein Sofa bauen, oder? Nein, wir haben überall. Nein, das braucht Shit, das will. Armchair. 110 Cloth, Jesus Christ. Wie viel Cloth haben wir? Das kann man nicht leisten. Dann gehen wir mal 341 Cloth. Ich brauche noch 5 Millionen mehr Cloth. Über die das ich niemals tun kann. Samora, wo bist du? Du bist da. Okay, das könnte schlimmer sein. Ja, Holding Lime Chunk. Du, mein guter Freund, allerdings könntest mal hier rein. Okay. Bubla, dahin. Kali brauchen wir wieder, wie immer, hier für die Viechis. Ist irgendwer? Per ist hier. Bleiben wir mal einfach da stehen. Kommt jetzt. Hat er jetzt. Warte mal. No! No, 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 no. You cannot do that. Du hast gesagt, du huntest den anderen. Du blödes Viech. Stop it! Jesus Christ, okay. Kali, runter hier.
Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja. Hunting Pear. Ist mir aufgefallen, du. Aufgefallen, du blödes Viechi. Was der jetzt nicht auch noch? Geh weg! Okay. Gerade noch. Durch? Okay. Well done. Warte, der kann nicht durch. Stimmt, die Viechis können ja nicht durch. Okay, wir müssen uns um sie kümmern da. Steht er da so deppert bestellt und nicht abgeholt? Hattest du jetzt das hier? Nein, 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 nein. Mein Junge, it's too late. Kill him! Ja, Muffalos hunten will er jetzt. Mm-mm. Wir verteidigen euch heldenhaft, Muffalos. Nein, ich möchte taggen, aber ich möchte den... Nicht das Muffalo. Welches von euch ist das Muffalo und welches... Das ist der Blackbear. Cool! Und dann, Kali. Release the animals! Wow. Ich vergesse immer, dass Kali Nahkämpferin ist. ist nicht so schlau. Hey, die Muffalos. By the way, die Muffalos. Prioritize hauling. Ich meine, vielleicht nicht du gerade, weil du solltest dich mal ausruhen gehen. Aber du nimmst den mal mit. Und dann, wenn ich da die ganzen Muffalos sehe, können wir ein paar Muffalos zähmen, bitte? Wer ist mit den Zähmen? Zwei Weibchen und ein Männchen. Und dann jagen wir noch zwei Männchen. Und dann haben wir unglaublich viel Zeug. Na, das ist perfekt. Mal was anderes. Wie geht's dir? Großartiges Spiel, wie immer. Muffalo Revenge. Ich habe gerade erst angefangen, dich zu jagen. Ein Muffalo? Ein Muffalo hat Revenge. Komm, das kannst du killen mit der Waffe. You could. Diese Waffe ist komplett overpowered, by the way. Colonist needs treatment. Ja, ich hoffe, sie bekommt hier Treatment, die gute Kali. Ich hoffe wirklich, sie bekommt ihr Treatment, weil sie ist am Sterben. Ja, yeah, maybe prioritize tending to Kali Kiko, vielleicht? Oder bist du nicht? Doch, natürlich bist du der Main-Arzt. Will er lieber seine Drogen kochen, statt sich um seine Mitmenschen zu kümmern? Frechheit. Mit Meng Meng haben wir schon geredet, gell? Ich glaub zumindest. Was heißt Shopping? Sag mal, was ist jetzt plötzlich mit all diesen Muffalos und ihrer Revenge? Ich meine nicht, dass es ihnen viel bringt, aber ich dachte nicht, dass sie so dermaßen... Dermaßen aggro sind diese Muffalos. Bundy died? Ja, ich meine, was soll man machen? Okay? Man muss halt ein bisschen auf sich aufpassen, der gute Bundy. Aber ich glaube, wir müssen den Grizzlybären auch noch killen gehen. Wer sind all meine Leute mit gescheiten Waffen? Eine Boe, Pear, Skittles und Philly. So, morgen gehen wir den Grizzly Bear killen. Es gibt ein bisschen überhaupt allgemein zu viele Bären hier auf der Karte für meinen Geschmack. Ich meine, es ist schade, dass da meine Bauherren auch immer dabei sind. Kommt's gar nicht zum Bauen. Okay, Pinch, wie cool. Nice. Well done, everybody! Wir holen das mal urgently.
So, wie viel von denen gibt es jetzt noch? Es gibt nur noch zwei weitere und ein Black Spear. Ah. Was machst du gerade? Using the wooden toilet. So genau wollte ich es eigentlich dann auch wieder nicht wissen. Was da Überdosis? High on Flake, Drug Overdose Major. Psychite Addiction. Oh mein Gott. Raccoon, you idiot! Man nimmt das Zeug nicht selber. I told you. Komplett drüber, der Junge. Putzt eigentlich keiner mehr oder was ist los? Na so, du bist eigentlich zuständig. Aber du bist lieber drogensüchtig. Aha. Machen wir da jetzt wirklich alles aus Marble? Ich hab nur ein bisschen Bock hier alles aus Marble zu machen. Dann machen wir aber mal die äußere zuerst und dann erst die innere, dann soll es nie ganz abkühlen. Ich meine, die Küche wird zuerst ein bisschen deppert ausschauen, aber was soll's. Hast du schon wieder erholt, Raccoon? Jetzt geht's dir super, oder wie? High on Flake. Great for you. Und nur noch eine kleinere Überdosis. Dann ist ja alles gut. Bin auf irgendwas anderes gestoßen, dabei? Nein. Naja, gut, auf Steel, aber. Steel ist kein Plasteel. Nehmen wir den Comms Range. Winter has begun. Echt? Vorher war es jetzt noch warm oder was? Sehen wir mich nicht danach aus. Was mit dir bitte? What the fuck are you doing? Wer bist du überhaupt? Eli Illuminator. What a weirdo. Hängt einfach zwischen meinen Bierfässern ab, als wäre ein Vampir oder so. Ah, der Strom geht nicht bis darüber, oder wie? Apparently so. Das ist ein Guestbett, bitte. Das sind alle absolut amazed by my hospitality. Das freut mich. Gehen wir mal. Machen wir das Ganze mal hier. Das Zeug muss man zahlen, aber jetzt. Mad Boom Rat, das ist nie gut. Aber sie sollten eigentlich nicht reinkommen. Das ist aber nicht nur nicht besser macht. Weil sie dann nur den Erstbesten angreift, der rausgeht. Pear und Raccoon hat ne. Na, Philly. Pear und Philly. Ja, kommt sie mal dahin. Ja,
A teacher named Bentley calls it from nearby. He's being chased by brigands from Conqueror's Desert. He begs for safety. Er ist 47. I don't really care. Offer safety. Wobei die Boomerang den jetzt wahrscheinlich umbringt. This is so stupid. Die Boomerang ist schneller, sehr. Yeah. Wait for Gnome. Wieso kannst du... Kannst du von da oben nicht schießen? Nein, das ist die Boomerang. Fire at Boomerang. Mein Gott. Jesus Christ, mein Junge. Okay, Bentley, lauf dahin zurück. Billy, du bist unfähig bis zum geht nicht mehr, aber es sei dir verziehen kurzzeitig. Du kommst dahin, Eboe kommt dahin. Publa, sollte ich mal eine andere Waffe geben. Skittles kommt hierhin. Bakun kommt hierhin. Bunjamin. Wieso gehst du so, du Trottel? Okay, Bentley wird sterben, weil er ein unfähiger Idiot ist. Yep. Ist das der ein Panda? Tatsächlich. Die Boomerang war mein Ende. Sie können wirklich, scheiße, sie können da nicht rein. Das heißt, ich kann das nicht so machen. Gehen sie jetzt alle nach Hause? Ich glaube, sie sind alle nach Hause gegangen. Ist kind of interesting. Aber leider müssen wir das Zeug ab... abreißen, weil... Sie kommen dann auch nicht mehr da rein. Damn. Das ist, die ganzen Fallen werden schon wieder von den... Deconstruct. Den Viechern ausgelöst werden. Well, what a sad story. Hätten wir es zumindest getestet. Dumm brennt es ein bisschen, aber das wird eigentlich nichts machen. Geothermal Power fertig researched. Ich brauche nur Plasteel, damit ich das researchen kann, was ich researchen will. Mach mal kurz Long Range Mineral Scanners von mir aus. Braucht man später für Deep Drilling. Election on the way. Okay, wo ist denn? Das ist der Polling Place, okay. Interesting. Structure. Da haben wir noch nicht das Äußere gemacht, das heißt, macht das mal. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was der Bürgermeister dann eigentlich machen soll. Das ist gerade eine Kannibalenkolonie. Ich habe noch nie eine Kannibalenkolonie gemacht. Ich weiß nicht, ich bin aber nicht von selber so wirklich drauf gekommen, dass es eine gute Idee wäre. Yo, Ellie. Dass du erkennst. Verstehst du, das ist der Krebs. Aber, das heißt, ich will nicht unbedingt, dass du mir an, dich mir anschließt, aber wir können hier rescuen, oder? Wirklich. Muss ich dich zu einem Medical Bab machen, oder wie? That's so weird. Okay.
An action won by Philly. She will now receive visits from her constituents in her room if she has one. If they have complaints, they will likely feel better after talking to her if she's good at talking to people and understanding their feelings. Having a beautiful room to meet them and won't hurt either. Keep a close eye on her. She has no one to complain to, and bearing the burdens of an entire colony can be hard, especially if things are going badly. Of course! Slightly impressive bedroom. Was ist dein Bedroom, Philly? Das ist dein Bedroom. Okay, du kriegst das erste Mal so ein Armchair, wo du dich reinsetzen kannst, damit du den anderen zuhören kannst, wenn du da drin sitzt. Können wir den Sofa bauen? Das war bei Furniture, oder? Couch Center. Aber wir können eine ganze Couch reinbauen. That would be amazing. Also die Couch hier von der Heizung. Einmal. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung richtig ist. Ich glaube so, oder? Ja. Zweimal. Dreimal. Bam, fetzt mir eine Couch rein. Haben wir 300 Cloth? Wir haben 349 Cloth. Easy. Keine Qualität gibt es ja keine, oder wie? Okay. If you say so. Dass es bei Couches keinen Qualitätsunterschied gibt, liebes Spiel. Wenn du das einfach so da stehen lassen willst, dann bitte. Haben wir jetzt die drei Muffalos eigentlich? Wir haben die drei Muffalos. Okay. Er ist jetzt sicher nicht unrestricted, ihr Wachbirnen. Allerdings müssen wir wahrscheinlich jetzt immer noch Heu anbauen, auch noch dazu. Wo ist das hier? Haygrass? Da. Ein bisschen ein Heu haben für die Viechis später. Oh, warte, kann ich mit dir reden? Habe ich mit dir schon geredet? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dir schon geredet habe, so reden wir nochmal mit dir. Components. Sogar 5 Stück davon. Er hat auch Madison. Ich hab Flake. Fest! 5 Components mehr. Da kommt definitiv Freude auf. All urgently. Aber die habe ich nicht ausgewählt, wie es aussieht. Ich warte noch, bis das fertig ist. Dann machen wir, glaube ich, hier in die Küche. Und in dem Butcher Room sozusagen noch Stahlböden rein. Für die Cleanliness. Kann ich anfangen, Hospital Beds zu forschen nach dem? Medicine Production. Für die Hospital Beds scheinen nicht hier unten zu sein. Vitals Monitor. Da ist das Hospital Bed. Direkt in dem Long. Weißt du, man macht zuerst das Hospital Bed. Dann können wir nachher noch ein tatsächliches Spital. Wahrscheinlich hier da reinlegen. Weil es ein bisschen blöd ist, weil es zu weit weg ist von der Medicine und so. Vielleicht haben wir das Spital dahin stattdessen.
Ja, ich glaube, das macht bestimmt mehr Sinn. Visit ist egal, das wird Geothermal Power, das ist alles Old News. Muss einfach mal Zeiger forschen gerade. Oder wir könnten dann mal eine Flake-Karawane losschicken mit den Muffalos, die wir haben. Das wäre aber auch cool, wenn zuerst noch ein Muffalo trächtig werden würde. Muss ich sagen. Aber wir könnten dabei mal. Habe ich viel? Ich habe jetzt viel Limestone, okay. Das machen wir, was ich eigentlich vorher die ganze Zeit machen wollte. Nicht Steel Bridge. Und nicht Wood Bridge, sondern Limestone Bridge. Ja, du brauchst immer noch ein bisschen Steel dafür. Ich wollte das ein bisschen hier so zubauen. Ah, wegen dem Rad, natürlich. Logisch. Aber über das dunkle Wasser geht das auch. Endlich so zumindest. Okay, das wird ziemlich viel Stahl kosten, was ich hier gerade mache. Obwohl es nichts wert ist eigentlich. Jedes Feld kostet 10 Stahl. Maybe. Aber ich wollte es die ganze Zeit schon machen. Wir haben irgendwie nichts Besseres zu tun gerade. It's fine. Kannst du die nicht... Achso, warte mal, das war irgendwas anderes. Das war... Structure. Remove Bridge, genau. Dankeschön. Außerdem remove die Bridge und die Bridge. Damit wir was zu tun haben. Ich meine, warte, wir waren noch nicht damit fertig eigentlich. Naja, was soll's. Du baust doch die Marble Wall hier rein. Und hier hin. Und hier und hier und hier und hier. Und hier und hier noch ein Stückchen. Und dann hätte ich auch noch gerne die Metal Tiles. In den beiden Küchen. Und das heißt, wir brauchen wahrscheinlich wieder mehr Stahl. Nachdem ich gerade ohne, glaube ich, eine Menge an Stahl ausgegeben habe. Aber da ist eh überall Stahl. So, okay. So. Visitors from Witswana Equal Alliance are leaving. Oh, wir können hier noch die weiteren Brücken in Auftrag geben. Dann haben wir hier nämlich sozusagen stattdessen einen Kanal. Wieso ist es gerade so viel dunkler geworden? Well, wonderful. Sind sie alle glücklich, weil ich Eli den Weirdo gerettet habe. I'm just such a nice guy, what can I say? Die meisten Leute sind ziemlich glücklich. Very impressive dining room, that's what I'm talking about. Caravan request. Pants. Ich will mir nicht vorstellen, wie die Kolonie aussieht, die unbedingt 28 Mal Hosen braucht. Scheint ihnen was ausgegangen zu sein.
Ich glaube nicht, dass wir hier noch Plasteel finden, um ehrlich zu sein. Dann werden wir den Kotzbrocken hier als nächstes durchstochern. Damit ich irgendwo mein Plasteel zusammenbekomme, damit ich den Multi-Analyzer fertig machen kann. Das wäre ganz wunderbar. Oder es kommt halt vielleicht doch irgendwann einmal wer in Comms Range hier. Momentan sieht es allerdings nicht danach aus. Ich meine, hier können wir eigentlich noch weiter reinminen. By the way, da ist auch noch. War da nicht ziemlich viel? Naja. Kannst du auch noch machen. Dann ist zwar nicht alles innerhalb des Trade Links, aber wir haben eh nicht genug. Ich bin ein bisschen Angst, dass irgendwann, dass wir wieder mehr Supports brauchen. Ich nur keine Marble Ball dazu. Ich hau da einfach irgendwo noch ein paar Wände rein. Sobald er da ein bisschen weiter gemacht hat. Okay, das ist fertig, wunderbar. Oh, da wurde schon relativ viel Material zumindest vorbeigebracht. Wie viel Stahl haben wir noch? Immer noch 2093. So it's not that bad. Der Limestone wird mir ausgehen, nehme ich an. Haben wir noch irgendwie auf der Map irgendwo Limestone umliegen? Das ist wieder Marble, oder? Ja. Der Limestone war ein bisschen heller. Ja, und ich habe euch sogar gesagt, ihr sollt es holen. Das hat noch niemand geholt. Alright, aber wir haben fast 11. Ich finde, das ist ein guter Moment, um den Stream für heute zu beenden. Der nächste Stream gibt es am Samstag. Wahrscheinlich so um 4 herum. Ich werde es mir mal auf dem YouTube-Kanal ankündigen, wo auch die Stream-Mitschnitte hochgeladen werden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Servus!